Gang Gang YouTube, what's back, Clicker Facts, wieder back mit einem ganz neuen Video. Perfect. Heute haben wir auf jeden Fall ein paar fresh SBCs durchgehustelt. Wir haben die 80 plus SBC ein paar Mal gemacht und die 81 plus Upgrade SBC auch. Checkt mich auf jeden Fall gerne auf meine Social Media Kanäle ab, mein Instagram, mein Snapchat, ich poste da ab und zu was. Und da würde ich sagen, genug geschnackt und wir gehen gleich direkt straight up in die Packs. Ich bin mega gehyped, weil viele Freunde von mir haben auf jeden Fall kranke Karten gezogen. Und die EA muss uns auf jeden Fall auch gönnen. Wenn meine Freunde kranke Karten ziehen, dann muss sie irgendwie auch was Krankes ziehen. Ich würde sagen, wir starten mit den zwei seltenen Spielern. Das haben wir insgesamt viermal. EA Sports meinte, nö. Wir fangen an mit den 80 plus Upgrade Packs. Und ihr wisst, diese Packs, da kann wirklich alles mit dabei sein. Von komplett Trash bis richtig heftig. Und wir ziehen im ersten Pack Zakaria. Ja, Zakaria ist nicht so schlecht, wirklich. 83er ist okay. Ne, solange man über 83 zieht, ist okay. Zweites Pack, Sarabia. Jo, Nils, vielen lieben Dank für dein Abo. Gang, Ganger, du weißt. Einfach in der Aufnahme. Bester Mann. Und dann kommen wir hier zum dritten Pack. Komm schon, Chilwell, Bender und Vela. Boah. Denn er Chilwell. Sag ich offen und ehrlich, Premier League. Du weißt, wie der Hase läuft. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Dass man einen 83er zieht und dann dreimal gar nichts. Gehen wir zum letzten. Wieder ein 83er tatsächlich. Nehmen wir Tadic mit. Komm schon. Also ein Kollege von mir hat einfach Neymar hier aus dem Pack gezogen. Aber heute leider wirklich schwierig. Ich sag ehrlich, wie der Hase hier läuft. Gehen wir hier zu dem hier. Asensio. Da haben wir nur noch drei tatsächlich übrig. Das ist echt nicht cool, Mann. Okay, Info, Martinez oder Callejon. Jetzt muss ich mir echt die Frage stellen, wer hier am meisten Sinn macht. Callejon hat dem halt echt nicht so schlechte Stats. 88 Tempo, 83 Dribbling, sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Martinez, eigentlich so ein richtiger Discard in Form. Davon habe ich eigentlich schon genug im Verein. Deswegen nehmen wir Callejon mit und dann gehen wir zum vorletzten Pick. Komm schon. Grealish oder Kid, dann nehmen wir Grealish mit. Der wird einfach verurteilt, ne? Der darf 7 Monate kein Auto fahren oder so, der Grealish. Und der letzte, Tolisso, Lemar oder Yuri Tillmann. Nehmen wir einfach Lemar mit. Naja, ich würde sagen, diese Player Picks haben bei mir mal wieder nicht gegönnt, aber wir haben hier noch 4 Packs offen. Let's go, 2 seltene Spieler, 81 plus. Komm schon. Und ich werde dieses Video wirklich nur hochladen, wenn wir irgendwas Krankes ziehen. Wenn wir nichts Krankes ziehen, leider schade. Okay, direkt Walkout im ersten Pack. Let's go, was geht hier ab? Gib uns eine gechillte Flagge, Spanien. In Spanien kann man direkt immer nach Hause gehen. Sergio Busquets. Ja. Der Kollege Busquets. Gutes SPC-Futter. Aber das war's dann auch schon wieder. Aber mal sehen, wer sich dahinter versteckt. 87 rated ist schon gut. Vielleicht kriegen wir ja die ein oder andere Special Card. Thomas Müller. Okay, krass. Ein 87er und ein 86er im Pack. Eigentlich nicht schlecht. Okay, beide leider untrade. Aber gutes SBC-Futter. Ich würde sagen, erstes Pack hat eigentlich gut gegönnt, oder nicht? Machen wir jetzt hier mal das letzte Pack auf. Hoffen, dass es genauso weitergeht. Oder dass wir die ein oder andere Special Card sehen. Und das ist wieder ein Walkout. Okay, was geht ab? Ich glaube, die 81 plus. Aber es ist ein Inform-Walkout, glaube ich. Italien. Torwart. Ja, es ist ein Inform-Walkout. Schade. Concili. Eigentlich entspannte Stats. 84 Hechten, 86 Reflex. Hinter Inform kann sich immer was Gutes verbergen. Schauen wir mal, wer dahinter ist. Aber 81 plus Packs leider wirklich mehr am Gönnen als die 80 plus. Und Marcelo noch dahinter. Ja. 84er Inform nimmt man auf jeden Fall mit. Kommen wir zum dritten Pack. Ich würde sagen, 2 Packs geöffnet, 2 Walkouts, eigentlich eine stabile Ausbeute. Und diesmal werden wir leider enttäuscht, aber ist natürlich klar. Aber wenigstens Board, Frankreich Linksverteidiger, Mondi! Mondi! 50k auf Nacken! Leute, was geht hier ab? Was geht hier ab? 81 plus. 81 plus sind die Packs. Ich sag's euch, wie es ist. 81 plus sind die Packs, Leute. Wenn ihr in Teil 2 sehen wollt, lasst genau jetzt einen Daumen nach oben da und lasst mich das auf jeden Fall wissen.
Da ballern wir auf jeden Fall von den 81 plus Skill Packs. Ich habe den damals für 100k gekauft. Ich glaube, ich habe den in der ersten oder zweiten Woche von FIFA gekauft. Und der Kollege ist gute 50k wert. Das ist wonderful. Das ist sehr, sehr wonderful. Den packen wir auf jeden Fall direkt auf die Transferliste für 50k. Okay, ich guck noch mal auf Footbin. Ich will mir sehr sicher sein. Aber man weiß ja nie jetzt, wo Weekend League wieder anfängt. Da macht vielleicht auch Sinn, den morgen zu verkaufen. Also ich nehme das Video an einem Donnerstag auf. Der Kollege ist 49.250 wert laut Footbin. Ich glaube 50k ist ein gechillter Preis. Kann man auf jeden Fall mitnehmen mit Anchor. Wäre korrekt, wenn er weggeht. Nochmal 50k gecashed. Digga, was sind das hier für kranke Packs? Zwei seltene Spiele, 81 plus. Verrückt, verrückt. Kommen wir auf jeden Fall zum letzten. Es kann eigentlich nicht mehr schlechter werden, so. Sagen wir es einfach mal so. Es hat auch wieder extrem lang geladen. Und es ist leider kein Walkout. Hoffentlich boardet der Spieler. Das wäre schon krass. Und da boardet wieder Argentinien. Kein Walkout. Tagliafico ist das wahrscheinlich. Nee, das ist Acuña. 84 rated. Nee, 83 rated. Aber okay. Ist alright. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben kein 81er gezogen und kein 82er aus diesen Packs. Also wir haben mindestens immer das Board gesehen. Davinson Sanchez noch hinterher. Der Kollege ist, glaube ich, jetzt zu dem Zeitpunkt, ja, 6-6. Naja, okay, 2-7, 3K wert. Leute, die 81 plus Packs haben sich auf jeden Fall extrem hart gelohnt. Und somit kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Es ist echt geisteskrank, dass die 80 plus Packs einfach komplett ass waren und die 81 plus Doppelpacks, keine Ahnung wie die Packs heißen, werden mal komplett gegönnt. Wenn ihr auf jeden Fall einen Teil 2 sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare Teil 2. Dann werden wir auf jeden Fall zeitnah nochmal die SBCs hustlen und auf jeden Fall dann 20 Stück von denen machen. Ich würde sagen, bleibt gesund, Gang, Gang, du weißt, Onkel Ferrik ist raus.